So, es geht weiter. Je nachdem, wie dumm ich mich anstelle, könnten wir es vielleicht in diesem Part schon schaffen. Mal sehen. Kann der Typ mal stehen bleiben? Ist doch nicht normal hier. Was? Ja, ich habe gesehen, dass er da hinten hingelaufen ist. Alles gut. Kann ich hier rein? Möchte ich hier rein? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, ansonsten wird es halt noch einen nächsten Part geben. Ist ja eigentlich auch Bums. Okay. Gucken wir mal, ob es irgendwas Interessantes gibt hier. Sieht zumindest nicht so aus. Außer Kisten, die sich mir in den Weg stellen wollen. Ah. Hat mich jemand gehört? Anscheinend. Was geht hier? Hä? Was war das? Okay, ich habe keine Ahnung, was für eine Trophy das ist, aber anscheinend kann man hier nichts tun. Hallo? Okay. Was zur Hölle ist hier los, Alter? Ich höre irgendwelche Sachen, aber ich sehe nichts. Ich sehe jemand. Ich meine, ich weiß, was gibt's heute zum Essen? Uah. Sieht nicht besonders lecker aus. Ja. Diese Stelle. Oh Gott, noch mehr davon. Ja. Noch mehr davon. So, jetzt möchte ich mal kurz gucken. Gut, hier ist schon mal ein Schränkchen, um sich zu verstecken, sicherheitshalber. Wie sieht's aus in meinem Inventar? Schlecht, ich habe gar nichts mehr. Okay, gut, dann werde ich jetzt mal schauen, wie wir das am unkompliziertesten lösen. Ich weiß, es wird wieder... Ah, eine Flasche, sehr gut. So, ich glaube, ich kann beruhigt zu der Axt hinlaufen. Die möchte ich nämlich auch haben. So, dann sollte ich erstmal diesen Typen aus dem Leben prügeln. Okay, er kommt hier rüber. Ich glaube, da hinten war auch nochmal einer. Aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf den... Och, Mann! Es wäre cool, wenn er mich aus dem Auge verlieren würde. Ja, er hat mich aus den Augen verloren, nur damit er mich jetzt gleich wieder sieht. Okay, er ist blind. Nein, er hat mich gesehen. Fuck you, Alter. Alter, warum stelle ich mich jetzt auf einmal so dumm an? Kann mir das einer sagen? Fick dich, Alter. Fick dich, Junge. Ah, ich glaube, ich lasse mich einfach sterben. Es macht nichts. Es macht keinen Sinn. Aber wenn ich mich jetzt hier verstecke, bringt das alles nichts. Nö. Er ist ja schon hinter mir. Meine Fresse, ey. Ich stell mich aber auch dumm an gerade, ey. Fick dich, Alter. Naja gut, vielleicht kriege ich es doch noch hin. Tu mich mal hier hinten verstecken, vielleicht. Verlieren Sie mich! Alter, ihr Typen, ihr seid richtig hartnäckig. Wisst ihr das? Hier. Geh mal da nach hinten. Gut, macht natürlich, bringt nicht viel, wenn sie mich schon gesehen haben, aber machen wir das Katz-und-Maus-Spiel halt mal mit hier. Lässt dir alles deine Schuld. Wie sieht's aus? Ja, er kommt. Ah, sie kommen alle. Okay. Wir werden das Ganze nochmal machen. Bringt ja alles nichts. Ja, das habe ich gemeint. Es war mir schon fast klar, dass ich mich dumm anstellen werde. Meine Güte, ne. Okay, dann machen wir es anders. Dann ist auch blöd. Wo war denn der Spast, Alter?
Nimm die Flasche jetzt. Ich hab keinen Bock, dass die mich auf der anderen Seite jetzt dann sehen. Deswegen, möchte ich eigentlich nicht mit der Flasche herumhantieren. Ja, ja, halt. Jetzt kommt er wieder hier rum. Ich pack's nicht, Alter. Wenn ich jetzt da langlauf, sieht mich der Typ wieder, oder? Komm, kusch dich auf die andere Seite, ey. Ich will jetzt erstmal den Typ aus dem Leben prügeln. Wehe, du drehst dich um, Junge. Das kann nicht wahr sein, Alter. Warum? Okay, jetzt versuche ich mich nochmal zum Verstecken. Vielleicht hat er mich... Ah, er hat mich gesehen. Fuck. Alter. Warum stelle ich mich so dumm an? Wo ist er? Fuck, Stealth-Passagen, Alter. Ja, komm, leck mich, Junge. Fick dich. Weißt du, du könntest auch mal einfach gut sein lassen, Kollege. Meine Güte, ne. Okay, er hat mich aus den Augen verloren. Ich hoffe, es bleibt auch so. Nee, du siehst mich jetzt nicht, Kollege. Nee, 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 nee. Ah, jetzt bist erstmal du weg vom Fenster, hey. Meine Fresse, du. So, da sieht mich auch keiner. Das heißt, ich kann ganz genüsslich das Bild verbrennen. So, jetzt. Wo kommt der denn jetzt her? Mann! Oh ja, macht nichts. Ich bin weg hier. Schmalspur-Wichser, ey. Ja, komm. Das ist so lästig, ey. Ehrlich. Das ist so lästig. So, was haben wir hier? Okay, wo ist der Typ hin? Du kannst mich hier nicht festhalten. Ja, ja. Bla 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 bla. Okay, er kommt. Jetzt warten wir, bis der weg ist. Ich kann ihn nämlich da hinten einschließen, glaube ich. Sollte ich können. Unterhaltet ihr euch? Um was geht's? Verpiss dich bloß zurück, Junge. So. Okay. Jetzt habe ich leider keine Axt mehr, deswegen versuche ich jetzt mal hier die Tür aufzuschließen oder aufzumachen. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Kann ich den nach da hinten? Oh oh. Ja, ich warte lieber sicherheitshalber nochmal. Okay, warum geht die scheiß Tür nicht auf? Da liegt nämlich eine Axt rum. Hi. Hey, hi. Kriege ich es hin, das Bild zu verbrennen, ohne dass er mich sieht? Ich denke schon. Ich meine, er guckt ja woanders hin. Alles klärchen. Wie gesagt, das war alles, komplizierter, wie es eigentlich hätte sein müssen. So, ich bin weg hier. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier gefahrlos raus können.
Ich meine, wenn mich jetzt jemand sieht, ist mir das eigentlich relativ gleich, aber... Moment. Wo ist die Tür? War die da? Da vorne, okay. Jetzt ist die Frage, kommt der hier lang oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, der kommt hier lang. Das sollte mich aber nicht stören. Ja, geh mal da rüber. Meine Güte, man kann sich das alles so kompliziert machen, das ist nicht mehr normal, hey. Gibt's hier irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nur, dass ich dieses Bild noch zerbrennen werde und dann... Was zum? Das Netz kaputt. Ich bin das Feuer gelaufen, oder? Oder hat mich das jetzt... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Rubik, halt die Fresse. Oh, shit. Leslie, nein. Bitte nicht. Ist schon okay. Es wird alles wieder gut. Hoffe ich. Nicht sicher. Schnell, hier lang. Ja, ich komme sofort. Meine Güte. Sind die Lappen jetzt weg? Ja. Das heißt, ich kann mal gucken, ob es hier vielleicht irgendetwas gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Mein Gott, die Stelle, also... Wie gesagt, ich habe es wieder deutlich komplizierter gemacht, wie es eigentlich hätte sein müssen. Aber mein Gott. Ist ja auch egal. Aha. So, kann ich jetzt rein? Okay, die ist wahrscheinlich nur eine kurze Zeit offen, nehme ich an. So, gib mir den Scheißtrick hier. Gucken, ob hier sonst noch irgendwas geht. Okay, kann man sich verstecken. Mehr aber auch nicht. Gut. Nun denn. So sei es. Ich hätte mich noch über irgendwas gefreut, vielleicht über irgendwas zum Aufsammeln, aber nun denn. Hillebillebe. So, was haben wir? Oh, ein Safe. Nice. Gucken wir mal. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den schon habe. Okay, wir probieren es nochmal. Aber ich glaube, den habe ich schon. Aha. Ja, ich glaube, den habe ich schon. Moment. Bin ich jetzt dumm, Alter. Zack. Zack. Nee, das ist nicht... Nein, das war nicht richtig. Zack. Zack. Vielleicht. Das sieht auch nicht richtig aus. Nein. Leute, fickt euch doch ins Gesicht jetzt. Bam. Bam. Nein, 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 das ist auch nicht richtig. Fast, glaube ich. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe diesen Safe schon. Von dem her ist es eigentlich total Latte, ob ich das jetzt mache oder nicht. Drücken jetzt trotzdem mal das da, dann drücken wir das viel. Nein, das war nicht richtig. Zack. 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 Ja, ich hatte ihn schon. Egal. Weiter geht's. Ist es vorbei? Naja, wir sind zumindest durch dieses Level durch. Leslie, wohin? Wohin mit dir? Kollege, wohin? Ich geb dir gleich. Soll ich dich kicken oder was? So, wir werden jetzt nämlich sehen, was auf dem Spielplatz passiert ist.
Beziehungsweise was wirklich dort passiert ist. Hoffentlich kommt dieser Bastard nicht zurück. Um deinetwillen, Leslie. Naja, wir sind immer noch in seinem Kopf drin, also. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Nach Hause kommen, werden sie sich wundern. Nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Sie begehen einen schweren Fehler. Sie verstehen nicht, was aus ihm wird. Wir wissen genau, was aus ihm wird. Deshalb brauchen wir ihn. Sie verstehen nicht, was Ruvik eigentlich will. Ruvik ist Geschichte. Er will Leslie. So wie wir. Haben Sie mehr Angst vor ihm als vor uns? Verarschen Sie mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Tu das nicht! Verdammt! Nein! Ja, jetzt haben wir gesehen, wie das zustande gekommen ist. Und wenn man 1 und 1 zusammenzählt, dann merkt man, dass Kidman nicht absichtlich auf Jojo geschossen hat. Ich meine, er hätte sich ja nicht dazwischen werfen müssen, ne? Ich habe gerade ein bisschen mein Mikro weit weg gehabt. Ach du Scheiße. Oh my fucking God. Ja. Bei Ruvik ist er jetzt schon in ihm drin, ne? Er ist zu weit gegangen. Ich muss ihn aufhalten. Yay. Schleich-Action. Okay, aber die Passage sollte nicht so schwer sein. Was heißt schwer? Ich meine, schwer ist hier gar nichts, aber... ist immer so schwer, wie man sich halt anstellt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt laufen wir mal darüber. Dann laufen wir darüber. Habe ich noch eine Axt? Ich hoffe. Ich glaube, ich hatte noch eine. So, jetzt gehe ich mal hier nach hinten. Ich keine Ahnung habe, ob der andere Typ da hinkommt. Da vorne ist, glaube ich, auch noch einer. Okay. Wir wagen es mal. Wir wagen es. Ja, da vorne ist auch einer. Es reicht eigentlich, wenn ich den Typ aus dem Leben pläster. Ich muss ja nur zu der Tür da hinten. Ja, falls man es nicht gehört hat, wie gesagt, ich meine, was soll man sagen?
Der gute Jojo hätte sich ja nicht unbedingt vor ihn schmeißen müssen. Dann wäre das Ganze nicht so eskaliert. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich einen Fehler gemacht habe, weil der Typ kommt jetzt hier rüber. Und der Typ sieht mich auch gleich. Ach, fuck. Ja, er kommt hier rüber. Ja, das war jetzt nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Oh. Oh, shit. Man hat mich nicht gesehen, Alter. Yay. Ich möchte jetzt nämlich die drei Lappen hier mal aus dem Leben plästern, weil ich würde tatsächlich interessieren, ob eventuell da hinten vielleicht was rumliegt. Weil mir fehlt ja immer noch ein Tresor. So, da vorne liegt auch eine Axt, habe ich gesehen. Das heißt, ich snack mir die jetzt mal kurz. Ja, schnell, schnell. Dann verstecke ich mich dahinter. Okay. Wie gesagt, Jojo hätte sich ja nicht davor schmeißen müssen. Dann wäre er auch nicht angeschossen worden. Von dem her, kein Mitleid. Hey Joker, was geht? Okay, dreh dich um. Hier ist nichts. Dreh dich um. Geh weiter. Hier gibt's nichts zum Glotzen. So, und jetzt werde ich ihn von hinten umstabben. Ja, weg mit dir. So, und jetzt wäre es nur noch der Typ da hinten, den man eigentlich außer Acht lassen könnte. Aber upsala. Oder? So, nur noch der eine, oder? Ja. Ich würde nämlich gern gucken, ob es da hinten eventuell was gibt. Eine Axt wäre vielleicht auch noch ganz cool, aber ich... Ja, da hinten ist eine. Okay. Gut, dann wissen wir, was zu tun ist. Wir nehmen die Flasche. So, und dann werde ich mich auf die andere Seite begeben. Weil hier habe ich mich tatsächlich auch nicht umgeschaut. Und es könnte ja sein, dass hier vielleicht irgendetwas Nettes herumliegt. Wo ist er? Okay, da hinten. Sieht mich nicht. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt warte ich mal sicherheitshalber, bis er sich umdreht. Hi, Lady. Naja. Kein guter Tag heute, wie es aussieht. Okay. Ja, gut, das ist jetzt nicht so dramatisch hier alles. Wie gesagt, wahrscheinlich rentiert sich's nicht mal, aber gucken kostet ja nichts. So, zack, ja damit. Bam, verstecken. Hello. Okay, er läuft noch da hinten. Naja, gut, auf dem Weg habe ich jetzt nicht wirklich was gesehen. Aber wie gesagt, das will ja nichts heißen. Jetzt gehen wir darüber. Dann gibt es erstmal Analpenetration von hinten gleich. Ja. Oh ja. Weil ich sehe da gerade eine Lüftungsschacht und vielleicht... Bäm, Alter! Oh, weg mit euch. Vielleicht führt er mich ja irgendwo hin. Nein, er ist nur zum Verstecken da. Lash. Ja, leider Lash. So, kann ich hier rein? Nope. Schade. Es wäre jetzt echt cool gewesen, wenn hier vielleicht noch ein Tresor versteckt wäre oder so. Ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch einen gibt oder ob ich einen verpasst habe, aber okay, hier geht's auch nicht rein. Tja. War die ganze Action wohl umsonst. Naja, egal, 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 egal. Gucken wir uns hier mal nochmal um. Hello. Moment, hat er eine Axt? Ha! Er hat eine Axt, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, hier geht's noch rein. Ist wahrscheinlich auch nur zum Verstecken. Ja. Okay. Gut.
Gut, 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 gut. Dann ist es halt so. So, jetzt gucken wir uns da hinten mal um. Hello, Ladies. Nö, leider. Leider, leider auch nichts. Naja, gut. Schade. Oh shit. Oh shit. Ah. Ja, er ist draußen. Beantworten Sie unsere Fragen. Was fürchten Sie? Dein Gelaber, Alter. Was brauchen Sie so sehr, dass nur wir es Ihnen geben können? Wollen Sie zurück zu Ihrem erbärmlichen Leben? Sind Sie uns denn überhaupt nicht dankbar? Wir haben Sie aufgenommen. Ihnen ein neues Leben gegeben. Warum verraten Sie uns? Ja, ja. Warum stehen Sie nicht auf unserer Seite? So sieht's aus. Halt mal deine Muschi, Junge. Ja, das ist Befehlsverweigerung. Oh, what the fuck? What's happening? Ja, hier gab es in der Tat ein Tresor. Wart. Ja. Das ist schön. Kann ich da runter? Nope. So sei es. Sterben, wenn man sie an die Maschine anschließt? Was wollen Sie damit sagen, Jimenez? Nach dem, was Sie mit ihm gemacht haben, kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber es ist, als wäre Rubens Geist im Stem gefangen. Und er greift jeden an, der in das System will. Das ist inakzeptabel. Wir müssen das beheben. Das hier darf nicht alles umsonst gewesen sein. Ruvik. Er war die ganze Zeit im Stem. Nun, er wird mich nicht kriegen. Naja, Schätzchen, ich meine, es ist jetzt nichts Neues, dass er die ganze Zeit im Stem war. Das war uns von vornherein schon bewusst. Kann ich hier was tun? Ah, ah. Ah, ah. Okay. Okay. Kindheitserlebnis katatonisch. Er sah, wie seine Familie ermordet wurde. Die Daten legen nahe, dass Gehirnwellensynchronisation mit Ruben bei bestimmten Traumata korreliert. In diesem Fall Rubens Verlust seiner Familie. Das genügt nicht. Wir brauchen etwas anderes als Basis. Etwas, das für viele verschiedene Personen geeignet ist. Angst. Angst ist immer ein gutes Mittel. Und jeder Mensch hat Angst vor irgendwas. Ich habe Angst davor, dass ich etwas übersehe, zum Beispiel. Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es irgendwas großartig geben würde, also von dem her. Okay. Schnecke zum Glück verholfen. Nice. Okay.
etwas Rationales im Stem. Diese Person könnte Ruben neutralisieren. Ich meine, Ruvik. Mit meiner Kenntnis des Systems könnte ich... Auf keinen Fall. Sie dürfen die Sache nicht noch weiter verkomplizieren. Wir bereiten jemanden von uns vor. Schicken Sie jemand Unerfahrenen. Wir wissen nicht mal, ob man zurück kann. Dann muss es jemand Entbehrliches sein. Entbehrlich? So denkst du also über mich? Und ich hab dir vertraut. Ich frag mich, wie man dieser Hackfresse vertrauen kann, Alter. Ich meine, es ist klar, dass ich damit gemeint bin. Oh, hey. Ja, ich war wohl nicht der Einzige, der dafür entbehrlich genug war. Nope. Ich war beim besten Willen nicht der Einzige. Gibt's da oben was? Oh shit. Oh shit. Okay. Ja, wir wissen alle, wo wir sind. Wir wissen alle, wo wir sind. Oh, darf ich sowas mitnehmen? Sowas? Sowas? Wenigstens irgendwas. Hallo. Oh, da ist ein Tresor, aber den brauche ich nicht öffnen. Den habe ich schon geöffnet. Okay. Nun denn? Oh hey, hi, hi, hi. Ja, was einem direkt auffällt, hier liegen einige, oder hier hängen eher gesagt, einige KCPD-Officer. Ich frage mich tatsächlich, ob sie, ich meine, man erinnert sich vielleicht noch an den Anfang des Spieles, bevor wir nach Beacon quasi, bevor wir da hineingezogen wurden. Christian war hier? Ja. War. Lang, lang ist es her. Da standen ja eine Menge Polizeiwagen vor der Klinik und ja, die wurden ja quasi alle aus demselben Grund dorthin gerufen, wegen diesem Notfall. Und sie alle waren quasi Versuchskaninchen. Es war also nur Glück und spielerisches Nichtkönnen, dass Sebastian das Ganze überlebt hat. Es ist verrückt, aber es ist halt so. Weil irgendeiner muss es ja mal tun. Okay, wir verschwinden hier. Hier gibt es sonst nicht mehr wirklich was zu tun. Renn, Schlampe, renn! Oh, hello! Hello! Kennen diesen Ort noch, hello. Aha. Hat das eigentlich irgendeine Bewandtnis, dass diese Dinger hier rausschießen, oder? Gibt's vielleicht irgendwas dahinter oder da drunter oder so? Sieht nicht so aus. Okay, gut. Gut, wir werden es in diesem Part leider nicht mehr schaffen. Das heißt, es wird noch einen Part geben. Aber das sollte dann auch funktionieren. Sie können tun, was sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Naja, sie tun jetzt nicht wirklich viel, um dich aufhalten zu wollen, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es hält sich jetzt in Grenzen, die Gefahren, die sich uns hier entgegenstellen.
Ha, wo müssen wir nur hin? Ha 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 ha. Oh shit. Oh shit. Wer zur Hölle gibt diesen Flaschen euch Waffen? Hä? Wer? Gut, in diesem Fall soll es mir zum Vorteil gereichen, denn wir kriegen endlich mal. Leider erst gegen Ende dieses ganzen DLCs, aber wir kriegen endlich mal Waffen. Habe ich noch eine Axt? Habe ich. Sehr gut. So, wohin läufst du? Okay, dann wird das dein Ende sein, Kollege. Nein, das muss so. Ah. Na gut, ich hab diese Scheiße satt. Wie? Jetzt erst? Ich meine, wir können uns trotzdem ein bisschen durchschleichen hier, so ist es ja nicht. Okay. Es ist nicht so, dass wir hier Munition und Maß bekommen oder so. Ich meine, jetzt habe ich sogar erst... Ich habe gar keine Munition bis jetzt. Okay, das heißt... Wir schauen mal. So, die Axt brauche ich nachher. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Moment, habe ich meine Axt über... Ach ne, sie ist ja schon weg. Ha, okay. Ja, dann snacken wir sie gleich ein. Bam. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen Break und wir sehen uns im nächsten Part wieder, der jetzt dann hoffentlich... Ja, ich muss es wieder erwähnen, wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, der letzte Part sein wird. Bis dann, ciao.